Hallo, 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 ich grüße dich ganz herzlich. Wünsche dir einen wunderschönen guten Abend aus Dubai. Ich habe heute schon Post gemacht, vielleicht hast du ihn ja schon gesehen. Stell dir mal vor, man hätte dir als Kind beigebracht, es gibt eine einzige Sache in deinem Leben, der du folgen darfst, deinem Herzen. Stell dir mal vor, man hätte dich immer dazu ermutigt, mit deinem Herzen in Kontakt zu sein, die leise Sprache deiner Seele zu erkennen, ihr zu lauschen, die über, ja, Gefühle mit uns kommuniziert. Und stell dir mal vor, du hättest immer wieder gehört, wie einzigartig, wie großartig du bist, wie wunderbar du bist. Stell dir vor, man hätte dir erzählt, dass du hierher gekommen bist mit einer ganz einzigartigen Aufgabe, einer ganz einzigartigen Mission, in meinem Sprachjargon, deinem Seelenplan, deiner Seelenessenz. Und stell dir mal vor, man hätte dich immer wieder dazu ermutigt, wirklich deine Einzigartigkeit auch zu leben, dein volles Potenzial zu entfalten und wirklich deinem Herzen zu folgen. Wie würdest du dann heute leben? Wo würdest du dann heute leben? Wahrscheinlich würde dein Leben dann ein bisschen anders ausschauen. Wahrscheinlich hättest du deine kühnsten Träume dann nicht begraben. Wahrscheinlich werden dann nicht viele Schleier über dich gelegt worden, dass du, ja, glauben würdest, du musst halt dies und jenes machen, um zu. Oder es gibt ein Entweder-Oder. Wahrscheinlich gäbe es dann für dich auch nur ein Sowohl als auch. Ich möchte auf ein paar